Hallihallo, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne Weihnachtsfeiertage und habt die Feiertage an sich gut überstanden mit dem ganzen vielen Essen und Familienstress und allgemein. Ja, ich bin gerade mit Bumsi in der Longierhalle, dass der sich ein bisschen bewegt. Der hatte jetzt die letzten Tage ein bisschen frei. Ja, und eigentlich wollte ich euch heute mal so ein kleines Update geben, weil in letzter Zeit ist nicht viel passiert. Ich war mal fetter und kann nicht reiten. Nee, bei dir nicht, bei dir auch nicht. Da muss ich mal wirklich in voller Latte am so. Denk mal so, hallo. Und dann, okay, und hier. Wir machen Elena Ja, und der Bums kommt von einem gelben Schein zum nächsten gelben Schein. Das heißt, der macht auch gerade nicht viel. Geht für Anlage eine Stunde am Tag. Manchmal auch zwei. Und Paddock so 3 bis 5 Stunden, je nachdem. Aber das klappt an sich alles bisher ganz gut. Ja, und dann wird er, je nachdem, ob er bewegungsfähig ist, wird er noch bewegt. Also entweder longiert. Mehr kann ich jetzt halt nicht machen. Ich mache entweder Longe, Handarbeit, Doppellonge, irgend sowas. Oder wird geritten. Aber ja, das mit dem Reiten fällt in letzter Zeit so ein bisschen flach, weil wie gesagt, erst hatte er jetzt immer einen gelben Schein. Jetzt hat seine Reiterin, die ist leider erkältet. Ihr seht, der Herr sieht gut aus. Ja. Läuft sich gerade hier ein bisschen warm, wir wollen wie gesagt longieren. Ja, okay, ich glaube, das wird zu dunkel. Also er stellt sich jetzt hin. Ich habe hier ein paar Dualgassen hingelegt, die habe ich mal vor, oh Gott, 2 Jahren habe ich die gebastelt. Hallo Schatz, willst du auch Hallo sagen? Ja? Machen gleich ein bisschen was, oder? Genau. Ja, ja, wie gesagt, in letzter Zeit jetzt nicht so viel passiert. Ich lasse ja im Winter immer die Eisen runtermachen von ihm, weil bisher ging das all die Jahre echt super. Dann hatten wir es ja jetzt, oh Gott, wann war das? Anfang November oder so war das schon mal. Mussten wir, ging er vorne immer lahm, nicht lahm. Da haben wir dann vorne wieder Eisen drauf gemacht, weil wir vermutet haben, er ist fühlig, dass er sich das wieder runtergelaufen hat. Danach war auch alles wieder schick. Ja, und dann ging das auf einmal hinten los. Er lief mal lahm, mal nicht lahm. Erst war es eine Hufprellung, definitiv. Dann haben wir mit Angriffsverbanden allem rumgedoktert, bis das wieder in Ordnung war. Und ja, Schmerzmitteln. Danach hat er wahrscheinlich Hufabszess gehabt, den haben wir aber nicht gefunden. Jedenfalls war er auf einer Stelle sehr empfindlich beim Abdrücken. Aber ja, da haben wir dann auch wieder Angussverbände gemacht. Und zu guter Letzt war es dann einfach so, wir haben in der Führanlage einen neuen Boden drin. Und da muss er sich durch das Drehen, wenn die Führanlage die Richtung wechselt, muss er sich die Hufe hinten so, hat er die sich so schnell, so kurz gerubbelt, dass er, ja, kann man so ein bisschen gucken, dass er wahnsinnig fühlig geworden ist und es ja dann gar nichts mehr ging. Und dann musste kurz vor Weihnachten noch ganz fix der Schmied ran. Der hat sich natürlich, wo ist er denn jetzt? Sehen wir ihn? Da ist er. Da macht es gleich plumps. Ja, musste dann noch der Schmied ran. War eine sehr, sehr heikle Angelegenheit, denn wir waren zu dritt plus Schmied, also meine Schwester, meine Freundin und ich. Und haben da versucht, ihm hinten die 2 Eisen drauf zu nageln. Am Ende sogar. Ja, hey. Ja, am Ende sogar mit Nasenbremse und allem drum und dran. Und 2 haben ihn gestützt, weil er kurz davor war, sich auf die Stellkasse zu legen. Einer hat die Nasenbremse gehalten. Und der, also er ist immer zappelig beim Aufnageln. Da wälzt sich gerade. Mal gucken, wälzt sich ja Licht, vielleicht sehe ich so besser. Ja, also er ist ja beim Nageln tendenziell immer sehr, sehr zappelig, ne, und zappelt also vor sich hin. Aber das ging wirklich gar nicht. Also er hat, glaube ich, die halbe Schachtel an Nägeln hat er krumm getreten, weil er einem sofort den Huf wieder ausgezerrt hat aus der Hand. Und Schmied hat dann ganz, ganz vorsichtig genagelt und ja, da wirklich ganz sachte gemacht. Aber wir haben am Ende 1 Stunde gebraucht für 2 Eisen. Und ich war drauf und dran zu sagen, komm, lass es bei 2 Nägeln, dann musst du halt in 2 Tagen nochmal kommen, wir kloppen nochmal 2 Nägel drauf. Ja, für Sedieren wäre es zu spät gewesen, bin ich auch kein Fan von eigentlich. Aber gut, ja. Ich war erstaunt und bin auch übelst stolz auf meinen Schmied, wie ruhig und gelassen der geblieben ist.
Er hat nicht einmal die Hand erhoben und ihn da zurechtgewiesen, alles, weil es tat ihm halt einfach weh, das ist Aufnagel. Ansonsten hätte er ja nicht so rumgeklappt. Hi, bumm, bumm. Ja. Nein. Ja. Weiß nicht, ob man es sieht. Ich versuche es mal zu zeigen. Hufe vorne. Und Hufe hinten. Ja, so hinten haben wir jetzt knapp eine Woche Eisen drauf. Sind halt doch sind kürzer als vor. Hat er sich wirklich gut runtergelaufen. Ein feiner Kerl. Ja. Aber wie dem auch sei, wir hatten dann zum Glück endlich die Eisen drauf. Ich will noch unser Einhorn zeigen. Es jagt einen Keks. Ja. Ja. So war's. Aber seitdem, toi toi toi, läuft er wieder. Alles wieder schick. Jetzt fangen wir wieder an aufzutrainieren. Weil er ja das so lapprige Kniebänder hat. Das heißt, es muss mit dem Muskelapparat alles gestützt werden. Und jetzt hat er ja so lange gestanden und ein bisschen auf Paddock rumgehüpft, dass das doch arg, dass er halt abgebaut hat, wie das so ist, wenn man steht. Und jetzt müssen wir hier wieder Muskeln draufzimmern, damit das Knie wieder stabilisiert wird. Mhm, Mumse. Und deswegen fangen wir jetzt einfach mal an. Das soll es einfach so kurz von uns gewesen sein, was wir hier so treiben, weil, ja, gab schon lange kein Update mehr. Und dann wünsche ich euch jetzt noch ein paar ruhige Tage. Weihnachten ist ja so gut wie vorbei. Und ja, habt noch eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss. Kekse.